Ja, willkommen, willkommen Maui, Sebastian Mauritz. Schön, dass du mitmachst bei unserer Videoplattform, bei den Interviews. Ja. Wer bist du eigentlich? Sag doch mal ein bisschen was zu unseren Zuschauern, was du so machst und wer du so bist. Weiß ja Ach. vielleicht nicht jeder, ich weiß es, aber die wissen es vielleicht nicht. Wobei du bist berühmt, wahrscheinlich wissen es alle. Ja, ich meine, wer es nicht weiß, soll jetzt gleich wieder ausschalten. Ja, das ist mit dem Pöbel gebe ich mich gar nicht Den ab. Pöbel gibst du dir nicht Dem ab. Unwissenden. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Es war sehr genau. schön mit Ja, dir. genau. Wie schnell können Interviews zu Ende gehen? Ja. Nein, also ja, das, also ich sag mal so, wenn man meinen Namen in die Lieblingssuchmaschine eingibt, dann findet man relativ schnell Resilienz und Resilienzakademie. Das ist so das, was mir total Spaß macht. Also immer die Frage, wie können Menschen durch diesen Wahnsinn, den wir Leben nennen, irgendwie besser durchsurfen? Das ist zum großen Teil Eigentherapie, die sich dann aber auch ganz gut, ja, anderen weitergeben lässt, einfach weil sozusagen der eigene Leidensdruck mal sehr hoch war und zum Teil immer noch ist. Das heißt, das Thema Resilienz macht so den Kern meiner Arbeit aus, aber ansonsten, ja, mache ich viel auch ehrenamtlich. Ich engagiere mich für die Verbreitung von Resilienz mit dem Resilienzkongress zum Beispiel. Da haben wir ja auch ein Interview geführt zu eurer szenischen Arbeit, die ihr so wunderbar da macht. Wir haben über Probleme gesungen. Ach, es war herrlich. Das hat mich zutiefst berührt, ja. Also ich mache das manchmal tatsächlich, wenn ich ein Problem habe, also ich, okay, what would Lotte say? Und sie würde sagen, sing doch ein Lied, ja, ein Lied. So, und das sind so die Sachen, die ich mache. Und ansonsten lebe ich mein Leben hier so in Göttingen, erfreue mich dieser schönen kleinen Stadt und bin einfach gerne Mensch. Sehr schön, das ist wunderbar. Jetzt weiß man ungefähr, was du tust. Du hast sogar ein bisschen erklärt, was Resilienz ist. Das hätte ich dich nämlich sonst noch gefragt. Das weiß zwar inzwischen, glaube ich, jeder, aber es ist ja trotzdem, es gibt ja immer Leute, die es noch nicht wissen. Aber du hast es ja schon gesagt. Wie ist denn so, also ich meine, wir haben schon, das Intro war schon humorvoll, aber was hat so Humor und auch der provokative Ansatz mit deiner Arbeit zu tun? Hat der irgendwas damit zu tun? Oder bist du total humorbefreiter, strenger? Ja, ich sage mal, ich versuche es total ernst zu machen, bierernst. Es gelingt mir nur so selten, weil ich Blöd. irgendwie, ja, ich habe immer so das Gefühl, in mir ist so eine Horde Jugendlicher, die eigentlich nur Döneken im Kopf haben. Und dann sehe ich irgendwas und bin schon wieder am Lachen und denke mir schon wieder, also ich habe eine blühende Fantasie. Und mit Fantasie ist es natürlich total gut, irgendwie so in der Welt zu sein, weil in dem Moment, in dem ich diese Prise Humor an das Leben dran streue, wird es schmackhaft. So. Sonst schmeckt es zum Teil sehr fade. Und dieser Humor, der hat mich tatsächlich sehr durch mein Leben begleitet. Ich habe tatsächlich bei im Wesentlichen zwei Kursen im Metaforum, habe ich die Erlaubnis bekommen, Humor und Leichtigkeit in meine Arbeit als Coach zu integrieren. Waren das unsere Kurse oder war das jemand anders? Also der erste, bei dem ich war, das war ein sehr verändernder Sommer. Also ist das Metaforum ja ohnehin immer. Ja, total. Aber der erste Kurs, den ich hatte, der war bei Gunter Schmidt. Ja, der ist sehr humorvoll. Der Ich ist hatte, Hammer. also ich hatte davor bei Matthias Wager eine Woche, den ich wirklich sehr verehre. Und auch, ich stehe halt auch auf so richtig hardcore kognitiv. Das finde ich geil, ja. Bist du so ein Kopfmensch? Ach, Ach. das find ich so mega, ey. Das finde ich so, wo ich so denke, ja, Du genau. wirkst so geil, wenn du, wie du gerade redest, wirkst du total Emotion pur. Das finde ich total geil. Ich finde mega so Kopf, so Struktur. Was ist denn da? Also warum? Wieso? Also ja, erzähl. Ja, mein Thema ist so, also so ein, wie sagte mal ein Freund von mir, ein guter Brainfuck ist doch immer noch das Beste. Und ich konnte damit nicht so was anfangen, aber ich denke gerne Ja. und ich kann gut mit Komplexität umgehen. Ich mag das, ich feiere das halt ab. Und ich glaube, dass dieses Missverständnis, wenn man sehr kognitiv ist, dass man da sozusagen diese Emotionalität manchmal vermissen lässt oder zu vermissen beginnt, die ist bei mir nicht so. Ich feiere das richtig, ich mag das. Und
Ich war eine Woche bei Matthias, der dann auf so Fragen wie, könntest du noch mal zur Coaching-Grundhaltung, so habe ich so 10 Minuten vor der Pause gestellt, ne, dachte, ach ja, kluge Frage, wollte ich eh mal wissen. Wir saßen da mit 50 Leuten drin. Und er so, oh, das ist eine gute Frage. Ja, ist So, super, ja. ja, die ist auch von mir, ne, so. Und dann sagt er, ja, also einen kurzen Moment überlegt, und das weiß ich noch, das war so episch. Dann hat er vom I Ching her, hat sich entschuldigt, dass er das I Ching nicht besser versteht. Ich dachte so, I Ching, das musst du mal googeln. Ja, das war mir jetzt, Was ich habe es kenne ich? Was mal, ist das? das alte Weisheitsbuch der Chinesen. Ah, okay. Naja, also 4000 vor, ne, so gefühlt. Und hat er Dass er das. sich entschuldigen, dass ich das nicht alles weiß. Geil, das finde ich super. Hat er das 60 Minuten lang über 14 Flipcharts, über Madhyamika-Buddhismus, Theravada-Buddhismus, alles hergeleitet? Ich fand es mega, weil ich dachte, so, ey, danke, danke für die systemische Coaching-Haltung, wie das herkommt. Und dann so dieses Paticca Samuppada und Nagarjuna und so diese ganzen Dinge. Und ich saß da nur so, ich so, Alter, wie geil. Ja, so hab's gefeiert. Und dann dachte, schloss er Ich mit sehe den dich vor mir, Worten, ja. dann schloss er mit den Worten, ja, das mal so im Kurzen. Und alle anderen auch so, Und okay, die Pause war vorbei, oder? Der Pause hat war vorbei, durchgeredet, war egal. sagt er, ja, kurze Pause für einen Kaffee und dann noch eine Kleinigkeit. Gibt es noch Fragen? Und alle so, hey, hört auf, psch, keine Wir Fragen wollen mehr. Kaffee, wir wollen Ja, wir wollen Kaffee, genau. Pinkeln. So, nach Ja. dieser Woche kam ich zu Gunther Schmidt und ich hatte vorher nur seinen Namen gehört. Ich hatte ganz viel von ihm gelesen und dachte, boah, also wirklich Ton gehoben. Und dann kommt Gunther rein. Und ich war so irritiert, weil du so, hat sich nur kaputt gelacht da vorne und von Auswirkungen gesprochen. Und ich dachte nur so, okay, Ist also anders. totaler Logikbruch. Da weiß ich noch, bin ich in der ersten Pause zu Tom hingelaufen, gesagt, Tom, Andreas, ne? Tom Andreas. Ich so, ey, ich bin bei Gunther, irgendwie, und ich bin so. Und dann sagte Tom nur, achte mal darauf, wie er es macht, lass dich mal nicht hypnotisieren. Und dann habe ich mich reingesetzt und habe mir angeguckt, auf struktureller Ebene, was er macht. Und er ist ja nicht die ganze Zeit Humor und Leichtigkeit, sondern er oszilliert ganz viel. Und da dachte ich so, ah, okay, unter dieser Brille sind die Geschichten von Nasruddin bei Matthias Wager auch, es gibt immer eine Humorkomponente. Und da habe ich was ganz Grundlegendes verstanden, was ich dann bei euch im Kurs sozusagen nochmal mit diesem Impro, mit dem, wenn man irgendwie einen Impuls hat, den rauszugeben, was sich dann vervollständigt hat. Und seitdem ist Training sehr viel entspannter, weil wenn mir eine witzige Geschichte einfällt, dann haue Dann ich die sagst du es einfach einfach. raus. Und alle husten und gut. Und wenn es jemand nicht witzig findet, hat das halt nicht verstanden. Aber das ist schön, dass du das sagst, weil Humor ist ja für jeden anders und man muss seinen finden oder man ist geprägt durch seinen eigenen Humor, das bist du ja auch. Und dann sucht man sich das Zeug zusammen, was halt zu einem passt. Und du hast ja auch deinen Weg jetzt gefunden also Resilienz. Ich meine, ohne Humor geht, glaube ich, eh nicht, weil Humor entspannt ja auch. Und wenn du da bierernst über Resilienz referierst, dann wird es auch ein bisschen anstrengend, glaube ich, auf Dauer, oder? Wie Und bringst du, ja, wie bringst du denn da Humor rein? es ist sogar ein Schutzfaktor, ne? Ja, Also voll. das, was mir sehr geholfen hat dann im Nachhinein, war dann die Ausbildung bei Michael Bohne, der auch Oh sehr viel ja. mit Humor und Ja, Leichtigkeit voll. arbeitet. Kennt ihn ja auch von Der Reden ist reicht nicht. super. Und die Frage war, wie bringe ich den rein? Ich glaube, dass Humor nie das Problem ist. Ich glaube, dass zwei andere Sachen viel wichtiger sind. Einmal, wie gehst du damit um, wenn jemand nicht lacht? Ich sage da meistens hier, das war übrigens witzig. Und wenn sie sich freuen, lassen sie es ihr Gesicht wissen. Ne? Das habe ich mal in der Bank gemacht. Da habe ich meine besten drei Witze und die lachten nicht. Und da habe ich nur gesagt, also Scheiße, Entschuldigung. oder Idioten, meine Ich habe, Güte. ja, genau. Ich habe dann gesagt, also Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal was klären. Das war jetzt gerade witzig. Und wenn Sie es auch witzig finden, lassen Sie es ruhig Ihr Gesicht wissen. Was Und haben die dann gemacht? da grinsten so ein zwei und die sagten, Herr Mauritz, also bei uns im Training ist eher ernst. Habe ich gesagt, ach, und Sie haben im Keller auch so einen Raum, wo Sie hingehen, wenn Sie doch mal lachen müssen.
und danach aber geißeln und wieder an den Schreibtisch. Und dann hatten wir so eine Ebene. Und das war dann auch okay, aber da habe ich viel gelernt. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn ich einen Spruch mache und die finden es nicht so witzig wie ich? Und das Zweite ist Würdigung. Wenn du in das eine gehst, in die starke Polarität, geht das nur mit, du würdest es in Nonis Konzept oder aus Nonis Konzept kommen, die Liebe nennen. Für mich ist es die Würdigung des Leides des Gegenüber. Ja, Weil wenn ich gleich so, absolut. ne, das ist so dieses Thema. Ja, und das ich ist im glaube, Prinzip das, was Gunther ja auch sagt. Also Gunther Schmidt, der sagt ja auch, wir nehmen komplett ernst, wenn was Schlimmes passiert ist. Darüber machen wir uns nie lustig. Aber wir machen uns darüber lustig, wenn das als Entschuldigung genutzt wird oder eingesetzt wird, kein glückliches Leben mehr zu führen, wenn es instrumentalisiert wird. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das, was du auch sagst mit also Würdigung. Oder wie hast du es ausgedrückt gerade? Welches Wort hast du verwendet? genau, Würdigung, Wertschätzung, das ist gut. Wertschätzung, sowas, genau. Und das ist praktisch beim LKW, liebevolles Karikieren des Weltbildes, unser L. Das ist genau das, genau, ja, genau. Genau, und ich Ja. glaube, dass wenn man so auf Humortechniken geht, also ich finde alleine Humortechnik, finde ich so Das ist geil. total bekloppt Na eigentlich, klar, gell? naja, es ist, ich finde es ja Es geil. klingt, es ist eigentlich ein Widerspruch, weil Ja, na Humor ist ein klar. Gefühl und Technik ist ein, ja, Ja. ist ein A-C-Plan, Genau. A-Z-Plan. Genau. Und es gibt natürlich Strategien, die ich primär aus der Kreativität ableite. Also, was mir bei Harry Potter sehr gut gefallen hat, war der Ridiculous-Zauber. Also Ridiculous ist, wenn man dann das, was ganz viel Angst macht, also das, wovor man am meisten Angst hat, kommt Als sozusagen Karikatur irgendwie, eine gell? Ja, genau. Karikatur. Also einer hatte eine riesige Spinne und Ja. dann Ridiculous und dann hat die Spinne an allen Beinen so Rollerskates Ja. und hat dann so Es ist und witzig, dass du das sagst, weil in irgendeinem Interview kürzlich jemand das schon mal gebracht hat im Zusammenhang mit Humor. Das ist nämlich, das ist ja rein provokativ, diese Karikierungen und dieses, das wird dann so absurd, dass du darüber lachen ja, musst. Genau, sorry, du ich kannst, glaube, genau. das war in unserem Interview. War Das das in war, unserem beim ja, das war in Paar unserem Kongress? Interview. Und auch damals warst du so, dass du sagst, Ridiculous, Warst du das? Ridiculous. Weißt du, bei den vielen Interviews, die ich immer mache, da kann Ja. man schon mal durcheinander kommen. Ah ja, Gott, was soll ich sagen? Ja. Also, ja, eben, du machst ungefähr 10-mal so viele. Okay, nee, du wolltest aber noch was dazu sagen. Entschuldigung. Ja, tja, hey Gott, ich bin halt Also, auch berühmt begehrt, ja, ja. weißt du, also, was weiß ich denn, was ich mit diesen ganzen Leuten immer so In der spreche? Gala oder in der bunten, ja, Spiegel oder auf dem roten Teppich da, ja, dann waren noch die Oscars, musst du für Ja, den Englisch und ja, und mich haben so Typen angesprochen, weißt du, wer war denn das Brad Pitt? Keine Ahnung, ich habe mir das ja, nicht genau, gemerkt. hab Ja, gesagt, genau. Junge, Junge, zu spät, ja, ich habe schon den nächsten. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ich sehe schon, du bist total im Kopf. Ja, nee, was wolltest du noch sagen zum Ridiculous? Du wolltest noch irgendwas sagen. Ja, also ich finde ja vieles, man kann ja über Harry Potter da durchaus auch eine Trennung Werk und Autor getrennter Meinung sein, falls jetzt gerade irgendwelche Menschen hyperventilieren und dann sagen, ja, aber ne, das ja ist in Ordnung, das hat mit mir nichts zu tun und ich lasse mir das auch nicht ausreden. Das ist immer die Einladung, bei sich selber hinzugucken, so Punkt. Das, was ich da so spannend finde, ist, dass sehr viele von diesen Zaubersprüchen, von der Art, wie da umgegangen wird, sehr viele psychologische Muster einfach hinter Ja. sich haben. Und der Ridiculus, also die sozusagen Übertreibung, Gunther würde das Garnieren nennen, die Technik des Garnierens. Gunther, sagst du gerade, Gunther Schmidt, oder? Gunther Schmidt, genau. Das heißt, man verändert einfach das so, dass es ein bisschen lustiger wird, wobei man natürlich das immer in einem würdigenden Rahmen macht. Immer, das ist super Und wichtig, ja. genau, und ich glaube, wir waren ja bei Humortechniken, da ist, glaube ich, bei mir die Haltung, die tief verwurzelte, feste Haltung einer fluiden Ambivalenz. Im Sinne von, Auf Deutsch. ich nehme das total ernst und ich glaube, sie haben da wirklich was richtig, eine richtig fiese Zeit hinter sich. Und wie krass, das ist wieder eine gute Geschichte fürs Altersheim. Genau, dass man so von außen drauf guckt. Also so, als wäre man schon
einen Schritt weiter und könnte jetzt schon von außen drauf glotzen und sagen, genau. wow, Und was ich da wieder gemacht habe, krass. sagen, Ja. ey, wie geil ist das denn, Ich oder? finde immer diese Haltung, wow, die finde ich immer so Ja, wichtig. Und die ja. schafft man halt, wenn man drinsteckt, schafft man die nicht. Aber wenn man ein bisschen weiter weg ist, kriegt man das Ja, hin, ganz oft, und ja. bei euch habe ich die Sprache dafür gefunden, nämlich die Begeisterung für das Phänomen des anderen. Und ich frage mich dann sofort, wofür ist das gut? Ja, was kann man damit noch machen? Ja. Auf welchem Planeten müsste man leben, dass man damit sozusagen zur herrschenden Kaste gehört? Und Genau. bei mir laufen so total viele Dinge durch den Kopf. Und ich glaube, ich bin durch das NLP damals maßgeblich von Tom Andreas sehr geprägt, weil ich mich immer frage, wofür könnte das gut sein? In was für einem Kontext könnte das nützlich sein? Also dieses sich hypnotisieren lassen vom Klienten. Und Klienten sind ja astreine Hypnotherapeuten, Total. halt ohne Kurs, aber nicht minder, also nicht zertifiziert, aber extrem wirkungsvoll. Ich glaube, dass so eine fluide Haltung, dieses multiperspektivische, immer drehen, immer irgendwie übertreiben, denken, was kann ich damit machen, dass wir die trainieren können. Und die natürlich mit dem Reframing oder dem, wie es im NLP heißt, dem Reappraisal, also der Umbewertung, auch nachweislich Stressreaktionen einfach ja, eliminieren können. Ja. Also dysfunktionaler Stress durch eine Umbewertung von Stress alleine hat Raphael Kalisch 2017 in einer Studie erforscht. Und hat halt gefunden, dass die dysfunktionalen Aspekte von Stress durch eine Umbewertung des Stresses, also Michael Bohne würde sagen, wenn ich vor der Bühne stehe und ich merke Auftrittsangst, wenn ich dann sowas sage, wow, ich merke, dass die Hüterin meiner Sicherheit, Reframing für Angst, Hüterin für Sicherheit, gerade sozusagen mich darauf hinweist, dass ich gleich ein erhöhtes Maß an Energiebedarf, Stress, Energiebedarf, habe, dann verändert sich sofort alles. Und ich glaube, dass Humor viel mit diesen Veränderungen zu tun hat. Ja. Ja? Und es macht natürlich da Sinn, nicht alles zum ersten Mal zu haben, sondern die Muster schon zu kennen. Also du kennst Die garantiert auch meisten, ganz ja. viele Muster, nicht Ja. alle, aber die meisten, sodass du dann schon auch was hast, wo du mitspielen kannst, sagen, ah, da könnte ich das anbieten oder das. Ja. Naja, du hast was Wichtiges gesagt, dieses Begeistern und was Begeistern für den sekundären Krankheitsgewinn. Also, dass man eigentlich weiß, dass jeder Klient irgendeinen Vorteil hat von seiner Symptomatik, was er damit sich anstellt, von diesem Wow, was machst du da mit dir eigentlich? Wie krass. Und es hat immer irgendwelche Vorteile, auch wenn die destruktiv sind, auch wenn die vielleicht nicht bewusst sind manchmal, aber irgendwas haben sie davon. Und das rauszufinden, finde ich immer spannend. Zu sehen, okay, was hat der oder die davon, dass sie sich jetzt selber so quält oder so ein Bein stellt oder so einen Stolperstein in den Weg legt. Und das kann man dann ad absurdum führen. Also auch bei einem Auftritt, also wenn ich jetzt so vorstelle, jemand steht da und hat Auftrittspanik, dann kann man das ja noch größer, noch absurder machen, was da alles Schreckliches passieren kann. Und das so schräg darstellen, dass die selber denken, ja, okay, gut, so schlimm ist es vielleicht nicht, wenn die jetzt so bekloppte Ideen da reinwirft. So. Das Ja. relativiert sich. Aber diesen Vorteil raus, sich begeistern fürs Symptom, das machen wir ja auch immer, das hast du auch angedeutet. Sich begeistern dafür, was Klienten da mit sich machen. Und das so richtig so, wow, und noch mehr und mach mehr davon und wie geil. Und das ist zwar so und so und so und so und wow. Und dann im Nebensatz sagen, der Nachteil ist zwar, es ist ein bisschen anstrengend und es mag dich vielleicht keiner mehr und es ist was weiß ich alles, was da kommt. Aber es ist viel besser, du machst weiter, weil du hast ja keine anderen Möglichkeiten, weil du bist zu blöd, zu alt, zu dick, zu dünn, was auch immer. Und das dürfen wir halt nur sagen und nicht denken. Denken müssen wir immer, du bist stark. Da ist diese Wertschätzung, was du vorhin gesagt hast. Du schaffst es, du kannst es, du kommst da selber wieder raus. Aber das finde ich immer, deswegen, der sekundäre Krankheitsgewinn, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Den hast du im Prinzip nur nicht benannt, aber das hast du gerade beschrieben. Genau. Genau, das braucht aber natürlich auch, und das ist so mein Leitspruch, was immer du tust, tust du es aus einem guten Zustand heraus. Das braucht natürlich auch die Fähigkeit, einfach einen guten Zustand auch kultivieren zu Ja. können, weil auch gute Zustände sind ja beeinflussbar. Das braucht auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.
wenn ich gerade schwierige Zeiten habe, dass ich mich dann anderen nicht zumute, weil ich quasi sonst einen sehr hohen Preis zahlen würde, wenn ich das nach draußen geben würde. Ja, oder nicht 100-mal mit demselben. Das kennen wir ja alle. Also genau. Wenn es uns schlecht geht, dass wir ich habe dann auch so 2, 3 Leute, denen ich das auch 100-mal erzählen kann, die dann, das ist okay, aber dass man nicht zu, die wäre ja wahnsinnig. Also irgendwann ist dann auch gut. Ja, definitiv. Ja, dann sollte, naja, und was halt auch für mich immer noch so ein Grundmuster ist, halt, ich versuche immer sozusagen in die Oszillation wiederzukommen. Ne, weil Oszillation ist, also ich kann für alle Seiten total gutes Marketing machen. Ich hatte mal ein paar Jahre eine Marketingagentur und einen Verlag und habe nebenbei meine ganzen Trainings gegeben, aber es ist halt mit den Freizeitproblemen, die müssen ja irgendwo hin. Mir wird dann immer schnell langweilig und dann suche ich mir halt irgendwas noch zu machen. Und dieses Marketing. Bist also ein Workaholic, was? Total, klar. Ja. Keine Freunde. Keine Freundin, keine Familie, du arbeitest halt. Sind es halt die E-Mails, genau. Genau. Naja, im Wesentlichen, glaube ich, ist dieses Marketing machen, begeistern, nutzen Argumentation, gucken, wofür ist es gut und auch da wieder. Und man kann über NLP auch denken und die Nase rümpfen, das kann ich auch alles nachvollziehen. Du kannst ja, über alles die Nase rümpfen. Es gibt immer, weißt du? Ja, nee, ich sag nur, weil ich weiß ja, dass das sozusagen leider auch ein bisschen in der Community immer relativ schnell ist, dass man sagt, ja, die NLPler. Ich kann immer nur sagen, es kommt auf den Trainer an und ja. Da gibt es genügend, die wirklich auf eine ganz wertschätzende und auch achtsame Haltung transportierende Trainings halt entsprechend geben. Und da hilft mir dieses, jedes Verhalten hat eine positive Absicht und hat einen Nutzen unterstellt, der positiv ist. Und ich glaube, dass sowas halt viel, also Humor in Therapie und Coaching braucht viel Eigenarbeit, braucht viel Eigenklärung. Ja. Und braucht auch eine gewisse Form von Extraversion. Das absolut, glaube ich auch. Absolut. Also man muss selber so halb, also ich meine, du musst nicht fertig sein und ich habe auch meine Themen und du sicher auch, aber man muss irgendwie so ein bisschen über sich selber auch lachen können, glaube ich, oder? Selbst wenn man irgendeinen Scheiß baut. Also das merke ich immer wieder. Ja, manchmal auch so, weißt du, oh, Mauritz, ja. Oh, das denke ich dauernd. Also, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Na, ich sage dann, ach, es ist gut. Es schafft doch auch, es schafft Verbindung zu den anderen Menschen, zum Pöbel, ja. Man merkt so, ach, ein Glück, ich bin doch nur ein Mensch. Ja. Wenn man so die Fantasie der Göttlichkeit sich wieder in einem ausbreitet. Naja, ich finde, Humor hilft auch wirklich, was du sagst. Es schafft Verbindung und es schafft Augenhöhe. Also, wenn man über sich selber lachen kann und gemeinsam mit anderen über deren Scheiß lachen kann, also auch, dass du selber dann auch mal Schwächen zugibst und sagst, also auch als erleuchteter Coach oder Coachin, dass du sagen kannst, das und das ist mir halt auch mal schief gegangen oder ich habe mir auch schon mal Hilfe geholt und wenn dann Klienten sagen, ach echt, sie? Und ich so, ja natürlich, ich bin ja nicht hier irgendwie eine Heilige, ja. Und das schafft aber immer sofort wieder Verbindung. Also das finde ich immer so schön und da ist Humor, also dieser Humor im Sinne von, wir lachen über unseren Scheiß, über unsere Stolpersteine und nicht das Auslachen und Weglachen und zynisch und ironisch jemanden fertig machen. Darum geht es hier ja auch nicht. Also ich glaube, das wird deutlich. Ich hoffe, ich sage es immer wieder dazu, aber ich glaube, man merkt, wie wir auch miteinander reden, was wir meinen. Ja, ich glaube, im Kern möchte die Seele eigentlich auch lachen. Ja. Das ist und, so. Ja, das ist auch ein Gefühl. Nicht nur heulen. Ich habe mal das Glück gehabt, mit jemandem Erleuchteten Kontakt zu haben. Also wirklich erleuchtet oder einer, der selber gesagt hat, er wäre erleuchtet? Nee, das merkt man. Also das ist ein malaiischer Siddha-Meister und die Menschen so haben das nicht gesagt. So, die haben halt gesagt, ja, das ist ein sehr interessanter Mensch. Und wir saßen in einem Seminarraum, der hatte halt was zu Siddha-Medizin und zu solchen Sachen erzählt. Und ich saß in dem Raum und merkte auf einmal nur so, Alter, also ich saß mit dem Rücken zur Tür, ne? Wir haben halt gewartet, dass er kommt. Und ich habe nur gemerkt, mein ganzer Zustand hat sich verändert. Und ich dachte so, Alter, was ist denn jetzt los? So, okay, drehe mich um und dann kommt da ein sehr unscheinbarer Mensch rein und mit so einem Lächeln und so. Und der hat ganz einfache Geschichten erzählt. Und hat dann irgendwie sich über 1000 Sachen kaputt gelacht. Und
Es war, also mir liefen zum Teil die Tränen, zum Teil konnte ich nicht mehr, also war Englisch und dann halt mit deutscher Übersetzung und dann immer nur so ein Lachen so. Und dann war halt Pause und draußen war halt so ein bisschen Kaffee und Tee und so ein paar Früchte und so tralala aufgebaut. Und dann kam er da so und sagte, how are you? Und so, und dann habe ich gesagt, ja, du weißt schon, so ein, ja. Und dann hat er irgendeinen Spruch gemacht und sich so kaputt gelacht. Ja, und es war so anders. Also so es war so das Gefühl, dem hättest du sagen können und machen können, da war kein Widerstand. Also so ganz, ganz durchlässig. Und irgendwie die Art des Kontaktes, ich habe das Gefühl gehabt, dass der direkt in mich reingucken konnte und so angeguckt und ganz klare Augen, der war jetzt schon irgendwie Anfang 60. Und wo ich so dachte, boah, krass. Und das habe ich dann mit einer seiner Assistenzen, habe ich, das ist eine Deutsche, habe ich gesagt, sag mal, wie ist das? So Erleuchtung? Sagte, ja, also so ungefähr muss Erleuchtung aussehen. Weil sie auch Was sagt, bedeutet Erleuchtung für dich? Also so in, als Begriff, was ist das? Im Kern ist es Selbstrealisation. Also Selbstrealisation im Sinne von, wenn ich voll mein Sein erkenne, und Erleuchtung hat ja auch immer sowas von Wholeness, also Ganzsein. Wholeness, Oneness ist so für mich diese Brücke. Und sie sagte, das ist mit dem irgendwie, der ist einfach komplett anders. Das kannst du natürlich sagen, anders ist so ein bisschen Psycho. Er ist Oder ein bisschen anders. anders ist wirklich, sie sagte, der ist komplett tiefenentspannt, Das ist, glaube ich, ein Punkt auch Entspannung, oder? So mit sich im ja, Reinen einfach, sein irgendwie auch und ja. so. Dann kam sein Flieger nicht und dann haben sie ihm das gesagt, hier, das war für den schon doof, weil Anschluss, der sagte, oh well, that is it. How we do? Und dann könnte man sagen, ja, okay, ist halt lösungsorientiert. Und da war Kein nicht Stress. sofort, überhaupt kein Stress, wirklich tiefenentspannt. Und sie sagt, sie begleitet den ja immer durch Security. So. Und normal, ne, dann hat er da Sachen irgendwie noch in seinem Handgepäck, die eigentlich alle verboten sind. Und sie sagte, der Typ ist ein Phänomen, weil die Sachen gehen durch. Dann ist immer, machen Sie mal Ihren Koffer auf. Und sie sagte, das ist verrückt, weil die stehen wohl vor ihm, gucken ihn an und machen den Koffer auf, gucken so rein, sagen, no, no, it's okay und bedanken sich. Und sie sagte, das, als würde der die und er immer nur ganz freundlich und ist alles gut. Und das kannst du gar keinem erzählen, so, Nee, ne? Wo du nee. so denkst, so, hä? Bist du auch Und schon erleuchtet fast oder bist du noch weit weg naja, davon? die Stephen Gilligan sagte ja mal, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbringe einen Tag bei deiner Herkunftsfamilie, dann wirst du es wissen. Genau, dann rastest du wieder aus. Okay, ich bin es noch nicht. Ich bin noch Ich nicht. bin noch weiter entfernt, als ich dann manchmal denke. Ja, ich glaube auch, sobald man selber denkt, man ist erleuchtet, ist es man es eigentlich nicht. Weil Ja, dann hast du ja, nein. erhebst du dich ja wieder. Dann denkst du wieder, oh, ich bin geil, ich bin so erleuchtet. Und Ja, ich habe dann gerade kannst du eigentlich wieder. von Scott Barry Kaufman ein Buch über, das heißt Transcendence. Da geht es um spirituellen Narzissmus. Und das finde ich auch mega Passt gut. spannend. Also, wessen Chai Matcha Latte ist mit mehr hexagonalem Wasser rechtsdrehend? Und meine Yogamatte wurde ja von dem Guru fünfmal gesegnet und ist ja aus dem heiligen Holz des sowieso Baumes. Ja, da gibt es auch schon Ideologien oder Religionen fast. Ja, das ist so, ich kann das Bedürfnis verstehen, ne, Ja, aber es ist klar. halt, naja. Ja, Wie aber sind dann wir auf wird's Erleuchtung gekommen? Ach ja, wegen Humor. über, Der, ja, genau, Humor, der war genau. halt, der hat halt einfach nur, der war halt irgendwie gefühlt als Freude in der Welt. Ach, sehr schön. Das gibt's manchmal, ja. Und das sind auch so Magneten, so Menschmagneten. Total, Die ziehen die total. Leute einfach an. Das ist total schön. Hast du noch eigentlich so, ich bin nur gerade noch ein in dem Zusammenhang, du sagst, du bist noch nicht erleuchtet. Hast du Tabus irgendwo, wo du sagst, wenn Klienten kommen, du hast ja auch Klienten oder auch in Seminaren, was triggert dich da noch? Triggert dich da noch viel? Oder sag mal, hast du ein Beispiel, wo dich noch, oder bist du da völlig entspannt? Also ich habe gerade einen Fall von einer Teilnehmerin, die mir eine recht unverschämte Mail geschrieben hat, weil ihr noch eine Unterlage fehlte. Und dann habe ich geschrieben, habe gesagt, ja, wir kümmern uns drum.
Und dann haben wir halt Sitz in der Schweiz, dann habe ich halt 3 Tage später das zur Post gebracht und dann kam das zurück mit irgendeinem komischen, unlesbaren Vermerk von der Schweizer Post. So. Man muss dazu sagen, ein Brief in die Schweiz kostet, so wie wir ihn verschickt haben, 7 €. Ein Ja. Paket kostet 35 €. So, für das Paket musst du immer halt eine Zollerklärung machen. So. Und dann habe ich das meiner Assistentin gelegt, habe gesagt, du, also dann müssen wir das irgendwie ihr nochmal schicken, recherchiere das nochmal bitte. Dann kam eine Mail. Ja, wann kriege ich denn endlich meine Unterlagen? Da kann ich schon das Bedürfnis sehen. Es verletzt aber meinen Wert, Wertschätzung, Achtsamkeit. Und ich finde es von ihr nicht professionell. Ich finde es aber auch von uns nicht professionell. Das heißt, meistens sind es ja bei Werten, ist es ja beides. Der Wert vom anderen wird verletzt und der eigene Wert wird verletzt. Man verletzt den Wert halt auch selber. So, und dann habe ich gesagt, du, ich kann da gerade nicht mehr in der Wertschätzung bleiben. Schreibst du ihr bitte. So. Und dann kam dann gleich so ein Kommentar wie, ach, kümmert sich jetzt nicht mehr der Chef um mich. Ach Gott, ja, also gleich Batch. Oh, das ist schöne, schöne Trigger, genau. Das heißt, du hast in dem Moment deinen Humor ein bisschen verloren. Ja, da merke ich das auch. Das ist aber Ja. immer was, was ich mir dann, ich habe extra eine Datei in meinem OneNote, wo ich diese Sachen reinschreibe und ich gehe damit dann zu meinem Coach. Das habe ich jetzt in der Woche vor Ostern wieder und da wird das ein Thema sein. Ich habe an meinen Werten sehr viel gearbeitet und es ist mittlerweile gar nicht mehr, wenn jemand anderer die verletzt, sondern eher, wenn ich die selber verletze. Und Professionalität ist ein fieser Wert, der ganz schnell mal verletzt wird, gerade wenn man sehr viel zu tun hat, muss ich 80-20 machen. Und wenn dann sowas, dann darf nichts schiefgehen, ne? Das ist dann doof. Also Dann da darf in deinem verliert. Plan, darf deinen Plan nichts kreuzen, sonst flippst du aus. Ja. Geht So, gar da werden nicht. die Augen ganz groß, genau, ja. Ja. Das heißt, die hat dich getriggert und flippst du manchmal aus? Also da bist du früher, sprich, ich frage mal andersrum, du Ja, sagst jetzt total. inzwischen Ja, bist du, doch, ja, du doch, kannst doch. laut werden, so richtig so. Wann war das letzte Mal? Ist schon länger her? Ach, das ist tatsächlich schon länger her im Auto. Ja. Scheiß Autofahrer, Idiot! Nee, Nee? Fahrradfahrer. Den hätte ich Fahrrad, beinahe okay. vom Fahrrad gezogen, weil Göttingen ist so mit einer der fahrradfreundlichsten Städte. So. Und ich weiß auch, ne, der fuhr halt 20 oder Ja. 15, 20 in der 30er-Zone. Na, da kann ich schon mit 1,5 Metern Abstand und ich fahre sehr defensiv. Dann fahre ich an ihm vorbei und stehe halt an der Ampel als Erster. So, das hat dem anscheinend nicht gepasst oder es war ihm doch zu eng, dass ich an ihm vorbeigefahren bin. Das tut mir dann ja auch leid, Ja. weil ich weiß selber, wie doof es ist auf dem Fahrrad. Er fuhr auch nicht richtig rechts und wir hätten auch rechts noch einen Fahrradweg gehabt. Die dürfen aber auch auf der Straße fahren, so halt vorbeigefahren. Und da stellt er sich vor mich und bleibt stehen und guckt mich an. Und es wird grün. Und ich nur so, ja, Ja, mach. fahr los. So. Und sagt nur, mach nur so. Also hat dich Und voll provoziert eigentlich. ja, naja, klar. Und dann habe ich nur das Fenster runtergemacht, habe gesagt, Junge, ist grün, fahr. Und dann hat er nur ausgeholt. Und da habe ich gesagt, Alter, fass mein Auto an und es wird nicht gut für dich ausgehen. Er war da nicht mehr ich selber, das ist auch nicht mein Anspruch. Ne? Und dann guckte er so auf die Ampel und dann wurde es gelb und dann wurde es rot und dann ist er gefahren. Damit du nicht mehr fahren kannst. Ach, das ist schön. Oh ja, sowas ist wunderbar. Da kann man üben. Da kann man Hinter mir Resilienz rufen sie üben. alle, Ja, alter Schwede. genau. Und ich konnte mir ein paar Schimpfworte, konnte ich mir nicht verzwicken, so. Und merkte dann auch nur so, okay, was waren das gerade? Massiv eingeschränkte Selbstwirksamkeit. Geil, wie du das gleich analysierst. Super, Ja, super, hab dann finde ich super. sofort gesagt, okay, das war, ne, So. fand gar Im nicht. Auto. Ja, genau. Ja, genau. Ich liebe und Auch wenn das auch eine wenn dieses blöde Sau war. Arschloch, genau. Liebe So. und akzeptiere ich mich so, wie Und ich bin, dann genau. habe ich mich gefragt, okay, was mache ich? Ich frage mich dann sofort das nächste Mal, was mache ich das nächste Mal anders? Und das nächste Mal habe ich gesagt, nee, gar nicht auf den fokussieren, sondern einfach sozusagen mich, keine Ahnung, mit der Musik beschäftigen oder was. Oder ich muss Nein, umfokussieren, das ist nein, nein, ja, genau. nein, Und nein. das ist halt. Das war spannend, weil ich da, ich habe am Autofahren viel gearbeitet.
mache auch jedes Jahr mein Fahrsicherheitstraining. Ich fahre einfach viel und ich finde, was man viel macht, da muss man Profi drin sein. So. Ja. Aber das war, boah, wo ich dachte, also ich will es nicht wiederholen, aber es waren ein paar Schimpfworte, auf die bin ich nicht stolz. Und habe dann nur geguckt, hoffentlich hat es kein Kind gehört, weil ich halt auch immer gegenüber Kindern ein gutes Vorbild sein will. Ne? Wobei Kinder sind oft sehr resilient. Also was meine da schon alles gehört haben durch, ich meine, du weißt, wie es ist, wenn man provokativ arbeitet und was man für Ausdrücke benutzt, die sind da inzwischen völlig schmerzfrei. Ja, mit den Ausdrücken, ja, also ja. Ich mache auch Leute an, wenn die bei Rot über die Ampel gehen und stehen so kleine Kinder dabei, das markiere ich schon. Sage ich, ey, Rot. Dann sage ich, Kind, Vorbild. So. Und das mache ich schon nachts, wenn es keiner sieht, ist egal. Ne? Da gönne ich mir auch mal eine rote Fußgängerampel. Ja, mein Gott, also. Aber das ist doch schön, wenn du jetzt so eine Geschichte erzählst, dann weiß man, dass selbst du, wo du wirklich schon sehr lange im Geschäft bist und sehr dich damit auch nicht immer entspannt bleibst. Nee. Und das tue ich ja auch nicht, deswegen, ich gebe es ja zu. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was dir wichtig ist? Du sagst, das ist für Humor mir wichtig, das ist noch nicht gesagt worden. Ich möchte das jetzt einfach nochmal an die Menschheit da draußen verkünden. Also ich glaube, wenn man das Leben als Spiel sieht und wenn man Arbeit als Spiel sieht und ihr habt ja diesen sensationellen Buchtitel, Wir spielen mit eurem Leben. Ey, ich habe diesen Titel so gefeiert, weil ich euch ja beide sehr, sehr schätze. Und das rührt mich auch sehr, wenn ich das so sage, weil ich halt euch unheimlich dankbar für vieles auch bin, was ihr so macht, was ich durch euch lernen durfte. Oh mein Gott, da muss ich ja selber sehr gleich heulen, wenn du jetzt anfängst. Jetzt sitzen wir beide heulen am Ende des Interviews. Ja, ich finde, das ist ja Happy End halt. So. Ja. Ja, denn, ich habe halt irgendwann mal überlegt, wie kann ich eigentlich zur Arbeit oder zum Leben, weil ich hatte jetzt auch ein paar echt komische Jahre, wie kann ich da eine bessere Beziehung nehmen? Und ich weiß gar nicht mehr, woher es kam, ob ich es irgendwie selber drauf kam oder irgendwo gehört habe. Ich glaube, ich habe es irgendwo gehört und habe es damit verbunden. Habe gesagt, was wäre denn rein hypothetisch, wenn das Leben ein Spiel wäre? Und wenn ich sage, statt ich gehe jetzt an die Arbeit, ich gehe jetzt spielen. Und da gibt es Regeln, es gibt Gewinnen, es gibt Verlieren, es gibt doofe Situationen, manchmal spielt Glück eine Rolle. Es ist aber die Haltung des Spiels, die den Unterschied macht. Ja. Ich glaube, wenn wir alles ein bisschen spielerischer sehen, dann ist auch sozusagen der Begriff der Fairness wichtig, weil wer bescheißt, fliegt raus. Ne? Und vielleicht sehen Sie ja oder siehst du ja das Leben und die Arbeit manchmal als Spiel jetzt, rein experimentell. Und guckst mal, was für einen Unterschied das macht. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, weil das spricht mir aus der Seele. Ein schönes Bild. Danke dir sehr für die Einladung. Danke dir für das schöne Gespräch, Interview, wie auch immer wir es nennen. Austausch. Sehr gerne. Danke, Maui. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.